Mitten in der Bitburger Innenstadt liegt das Haus der Jugend, kurz HDJ, eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit, getragen vom Bistum Trier. Untrennbar mit dem Haus verbunden ist die sogenannte BAG, also die AG zur Integration Jugendlicher mit Behinderung. Die vielseitige Arbeit der BAG wird ganz zentral durch das Engagement von Ehrenamtlichen getragen, und zwar seit der ersten Stunde. Was besonders ist, ist mit Sicherheit, dass so eine Arbeit, so eine Integrationsarbeit mittlerweile über 30 Jahre funktioniert, aber weil sie so normal ist. Das heißt, wie wir hier das Haus aufgemacht haben, war es von Anfang an so ein Punkt gewesen, dass wir versucht haben, Kinder, Jugendliche mit Beeinträchtigungen mit zu integrieren hier im Haus. Daraus sind Freundschaften gewachsen, sind Bekanntschaften geworden. Und die wurden halt weitergelebt. Die wurden organisiert in der sogenannten BAG, damals Behinderten-AG, ein schrecklicher Name, der geändert wurde dann auf Arbeitsgemeinschaft zur Integration Jugendlicher mit Behinderung. Aber dieses Kürzel BAG ist geblieben. Geblieben sind auch die vielfältigen Angebote der BAG, wie gemeinsame Ausflüge und Ferienfreizeiten und eben das wöchentliche Treffen, an dem heute Martinsbrezeln gebacken werden. Dazugekommen sind im Laufe der Jahre die BAG Classic, über die ehemalige Teilnehmer in Kontakt bleiben, die Integrative Musik AG, kurz IMAG, sowie die Sport-BAG, eine Kooperation zwischen der St. Martin-Schule und dem St. Willibrord-Gymnasium. Thorsten Hauer ist der neue Leiter des HDJ, aber ein neuer ist er nicht. Wie viele andere ist er mit dem Haus groß geworden, hat schon als Jugendlicher ehrenamtlich hier mitgearbeitet. Ich glaube, ein großer Vorteil war, dass Gerd Wanken damals gesagt hat, als verantwortlicher Leiter hier der Einrichtung, wenn eine solche Arbeitsgemeinschaft, die BAG gelingen soll, wenn Integrationsarbeit gelingen soll, braucht es zum einen Kontinuität, also auch hauptamtliches Personal, was sich darum kümmert. Hinzu kommt aber auch, dass es viele Leute sind, die diese Idee und diese Arbeitsgemeinschaft damit mittragen und in ihr mitarbeiten, sprich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vom 14-, 15-jährigen Schülerinnen und Schüler bis hin zum 78 Jahre alten Rentner ist da einfach alles dabei. Und das macht einfach Spaß, mit dieser großen Anzahl an Ehrenamtlichen jeden Tag zusammenzuarbeiten. Das ist das Wichtigste. Engagement ist das Wichtigste oder die wichtigste Säule, die wir im Haus haben. Ich behaupte eigentlich, dass unsere Ehrenamtlichen, insgesamt sind es im Haus im Moment knappe 190 Ehrenamtliche, unser eigentliches Kapital sind. Das heißt, wenn wir unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht haben, könnten wir nicht die Hälfte der Angebote machen. Und ich glaube, die Arbeit hätte nicht den Wert, weil so holt jeder was für sich mit, für seine Persönlichkeit, für seine Reife. Und das ist es eigentlich, was es ausmacht. Und was sagen die Ehrenamtlichen selbst? Was bedeutet die BAG für sie? Eigentlich sind wir alle von den BAG-Betreuern total gut befreundet, weil anders wird das auch gar nicht gehen. Vor allem auf den BAG-Freizeiten ist man ja schon eine Woche quasi, die ganze Zeit hockt man da aufeinander, sag ich mal. Und also man wird auch auf jeden Fall hier Freunde finden, wenn man in die BAG kommt. Ich denke, dass jeder seinen gleichen Anteil hier bringen kann, jetzt egal, ob die Person schon mehr Lebenserfahrung hat und älter ist oder ob man gerade erst reingekommen ist und beispielsweise erst 14, 15 ist. Also man wird ernst genommen und in dem, was man macht, kann man dann auch einfach man selber sein und es klappt eigentlich sehr gut. Die Hauptamtlichen sind für mich eigentlich genauso wie die Ehrenamtlichen. Also ohne die würde es überhaupt nicht laufen und die sind halt einfach genauso ein Teil von diesem, von der ganzen BAG wie wir. Mit den Hauptamtlichen hat man halt ein großes Vertrauen, also die vertrauen mir und ich vertraue ihnen und die geben einem schon mal öfter mal Aufgaben und ja, das ist halt cool, wenn man mal Verantwortung übernehmen kann. Man merkt, wie viel Arbeit die Hauptamtlichen da reinstecken und wie die dahinter stehen wirklich. Die sind wirklich mit vollem Herz dabei und mit Elan und Motivation und sind immer für uns da und ja, es ist irgendwie so wie eine kleine Familie eigentlich. Diana Heine gehört seit Jahren zu dieser Familie, auch sie zuerst als Ehrenamtliche. Inzwischen leitet sie den Bereich Integrationsarbeit im HDJ, hält also sozusagen die kleine Familie zusammen. Ich glaube, man muss ganz viel planen und organisieren, damit einfach auch eine Struktur drin ist. Also hier ist ja alles offen und im Prinzip läuft auch jedes Treffen dann nochmal anders, als man es ursprünglich geplant hat. Aber man braucht so ein kleines Drehbuch, damit man weiß, wo man hin will. Manchmal ist das Ziel aber eh klar. Jetzt zum Beispiel wollen alle mit ihren Brezeln zum Ofen. Aus ehrenamtlicher Sicht kann ich sagen, man fühlt sich eigentlich genauso wichtig wie jeder andere. Und jeder hat hier irgendwas zu sagen. Und wenn jemand was sagt, dann wird das auch ernst genommen. Und man wird nicht einfach so quasi in die Ecke gestellt, ja, mit deiner Idee bleib mal da. Sondern es wird drüber gesprochen und es werden Ideen aufgegriffen.
Dazu gehören in der BAG natürlich auch die Jugendlichen mit Beeinträchtigungen, die hier im Haus liebevoll Buggies genannt werden und sich immer sehr auf die wöchentlichen Treffen freuen. Ich mag meine Freunde. Wir haben auch Pretzel gebacken. Das finde ich gut. Also ich finde das total schön, also da tauchst du nach Ägypten. Also dann noch die Betreuern und die Schüler. Also finde ich echt klasse. Und montags ist auch hier E-Mark, Musikraum und Haus der Jugend. Da proben wir auch total, also die Weihnachtslieder. Mit dem integrativen Musical Der Tomatenmaler, bei dem über 80 Jugendliche mitgewirkt haben, hat die E-Mark bereits Schlagzeilen gemacht. Dirk Klinkhammer ist nicht nur Bassist, sondern auch musikalischer Leiter des Projekts, zuständig fürs Schreiben und Arrangieren. Ja, wir wollen ein Stück machen, ein Lied, und dann fangen wir einfach an. Oder ich hole jeden da ab, wo er steht. Schau mal, was kann er, was kann sie? Und dann versuchen wir auch, die Grenzen immer ein bisschen weiter zu schieben. Aber bei jedem. Es ist wichtig, dass jeder so an seine Grenzen kommt oder jeder die Grenze so ein bisschen weiter schiebt. Und das ist spannender an dieser Gruppe und an dieser Band. Dass man nicht sagt, okay, jetzt haben wir da auf der einen Seite die Menschen mit Beeinträchtigung, denen helfen wir nur, sondern jeder nimmt, glaube ich, hier was mit. Das ist das Schöne. Ich liebe diese Band von ganzem Herzen. Es macht mir immer wieder Spaß, an den Proben teilzunehmen. Ich habe bisher mit der Band jetzt schon 2 Auftritte absolviert und es folgen noch 2 weitere Auftritte, nämlich am 7. Dezember in Trier und am 17. Dezember hier auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Spittel hier in Bitburg. Ob es um einen Auftritt der Band oder das Ziel der nächsten Ferienfreizeit geht, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die beeinträchtigten Jugendlichen entscheiden hier bei allem mit. Jeder, der in der Arbeit im Haus der Jugend, ob BAG, ob Kindertreffer, was mitarbeitet, der soll auch mitentscheiden, der soll auch seine Ideen einbringen. Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo ich nicht was vorgesetzt bekomme und ich habe nur noch den Rahmen als Jugendlicher zu füllen, sondern ich bestimme den Rahmen. Ich bestimme, was ich mache, ich bestimme, wie wir arbeiten. Ja, auch so ein Stück Demokratie lernen, Verantwortung übernehmen. Ich bin ja jetzt schon seit Jahren dabei und am Anfang habe ich immer auf die Größeren, also auf die 12er, 13er dann hochgeguckt. Die haben immer das organisiert, die haben immer überlegt, was wir denn machen könnten. Ja, und mittlerweile bin ich jetzt selber im Orga-Team. Ja, man sammelt halt Erfahrungen. Man sammelt Erfahrungen, wie man mit anderen Menschen umgehen soll. Und das ist ja auch später im weiteren Leben ist es ja auch wichtig, mit anderen Menschen zu arbeiten. Es macht halt einfach total Spaß, Ehrenamt, und ja, es gibt halt so viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen, weil ohne das Ehrenamt wird es auch einiges nicht geben. Grundsätzlich wünscht man sich natürlich, dass dieses ehrenamtliche Engagement auch in der Zukunft weiterhin so bleiben wird. Aber das ist natürlich auch unsere Aufgabe, die Ehrenamtlichen zu hegen und zu pflegen und dafür zu sorgen, dass sie einfach nach wie vor Lust und Laune an dieser Arbeit haben werden. Was die Integrationsarbeit betrifft, die BAG ist und bleibt ein Aushängeschild unserer Einrichtung und das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben. Und da werden wir alles dran tun, dass wenn irgendeine Idee entsteht in diesem Bereich oder auch in anderen Bereichen, dass wir die dann irgendwo versuchen umzusetzen, und da freuen wir uns auch drauf. Die BAG ist ein wohl einzigartiges Projekt in der Region und ein glänzendes Beispiel für gelingendes Ehrenamt.